Mit dem Weidemann, da machen wir eigentlich alles mit. Das wichtigste Gerät hier mit auf den Hof. Ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich Kuhmensch oder Ackerbaumensch bin. Und eigentlich bin ich ja erst aus dem Büro gekommen und dachte, ich bin Tiermensch. Und mittlerweile ist alles interessant geworden. Wenn die Mischung fertig ist, schieben wir den Futtertisch einmal sauber. Wir wollen ja auch alle einen sauberen Teller haben, wenn wir neues Futter kriegen. Hallo, ich bin Hauke, 33 Jahre alt. Das ist mein Partner Klaas, 32 Jahre alt. Und wir wohnen hier in Quellkorn mit unseren zwei Kindern. Und zusammen bewirtschaften wir hier einen Milchviehbetrieb mit zurzeit 330 Milchkühen. Da wollen wir euch heute mal beim Füttern mitnehmen und euch mal zeigen, was uns dabei wichtig ist und worauf wir dabei achten. Kommt mal mit. Komm, ein bisschen dichter ran vielleicht? Oder? Ah, sieht ein bisschen wüst aus. Genau, aufräumen wollte ich noch. Hier haben wir nämlich, das ist cloud-basiert, also online-basiert, unser Fütterungsprogramm. Hier sehen wir einmal die Ration und da kann ich dann die Ration einstellen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt und dem Futterberater dann eben erstellen. Und dann wird das automatisch an das Telefon übertragen. So, dann haben wir hier unser Futtertelefon, da ist die App drauf. Und hier kann ich jetzt eben auswählen, was wir machen wollen, jetzt wollen wir laden. So, jetzt zeigt ihr hier an, Rapsschrot haben wir hier in Silo 1 und 2, 664 Kilo, die machen wir jetzt an. Je kontinuierlicher und genauer das jeden Tag ist, desto besser finden die Kühe das und desto bereitwilliger geben die dann auch eben die Milch. So, nächste ist Körnermais, das sind Silo 3. Genau, als nächstes kommt das Wasser. Und damit rein, dann fahren wir mal eben zum Melkhaus hin. Ah. 1200 Liter Wasser kommen jetzt rein. Genau, ja, wir können auch mal einmal, wollt ihr einmal reingucken jetzt? Als nächstes kommt das Mineralfutter, das bringen wir jetzt mit der Schaufel rein. Das ist eben Futterkalk, Mineralfutter, Natriumbicarbonat und ein Stabilisator, der das Futter ein bisschen stabil halten soll jetzt im Sommer. Genau, das schmeißen wir jetzt mit der Schaufel mit rein. Und als nächstes kommt Gras und Mais rein. Auf der Siloplatte rührt die noch eben so 10 Minuten ungefähr durch, damit es wirklich gut vermengt ist. In der Zeit nehmen wir dann mit dem Weidemann, schieben die Reste raus. Dadurch, dass wir keine eigene Nachzucht haben, haben wir uns überlegt, um die Futterreste irgendwie sinnvoll zu verbrauchen, dass wir uns ein paar eigene Fresser holen, also weibliche Mastrinder. Und die kümmern sich jetzt immer darum, dass wenn die Kühe Futter überlassen, dass das noch sinnvoll verbraucht wird, weil das ja eigentlich bares Geld ist, was wir sonst auf den Mist schieben würden und dafür ist es zu schade. Und die machen sich doch durchaus gut. Sehr gut. So, Papa ist wieder da. Sie dürfen 18 Monate alt werden. Also so lange bleiben sie hier und dann gehen sie zum Schlachter. Also ich hatte ein, zwei Kühe, da haben wir wirklich ums Leben gekämpft. Und das tat mir dann ziemlich, ziemlich doll weh. Da stand ich nachts heulend im Stall, weil ich dachte, das kann nicht sein. Man kämpft hier irgendwie 4 Wochen und muss dann doch irgendwie die Entscheidung treffen, dass sie dann weggehen. Das war hart, aber auch ich glaube, bei denen, da freut man sich auch über das, was rauskommt. Ja. Also das ist die Mischung der laktierenden Kühe. Und da ist uns eben wichtig,
dass es schön homogen ist und dass sie vor allem nicht selektieren können. Dafür ist eben auch das Wasser da drin, das dann dafür sorgt, dass es Kraftfutter hat und am Grundfutter dran backt, dass die nicht auf die Idee kommen und sich dann das Kraftfutter da raussuchen, quasi die Bonschen mehr oder weniger, die Süßigkeiten, sondern dass sie mit jedem Haps gezwungen sind, das Gleiche aufzunehmen. Ich nehme einmal in der Woche einmal eine Futterprobe, weil wir wissen müssen und wissen wollen, wie viel Kilo Trockensubstanz eine Kuh frisst und entsprechend in Milch umwandelt. Also ob das effizient ist, was die an Aufnahme, an Futteraufnahme haben. Hier ist dann unsere Dörrstation und dann durchmische ich das noch ein ganz bisschen und gebe 300 Gramm auf diese Ebene. So. Und dann darf das 8 Stunden vor sich hin trocknen. So, also nach dem Füttern ist quasi vor dem Füttern. Jetzt bereiten wir schon mal alles für den nächsten Tag vor. Und genau, den Grassilo haben wir hier auf dem Sand liegen. Und das ist der 3. Schnitt vom letzten Jahr. Und den werden wir jetzt hier abschneiden. Mit diesem Siloblockschneider, der hat hier so Doppelmesser. Die werden mit Öl angetrieben. Und da können wir schöne Blöcke schneiden, um eine schön saubere Anschnittfläche zu erzielen am Silo. Den Block, den können wir uns jetzt hier auch angucken. Kontrollieren einmal, ob alles und soweit in Ordnung ist. Das ist kühl, so wie sein soll. Also Nacherwärmung, das wollen wir nicht haben. Nee, aber der sieht in Ordnung aus. Das heißt, dann brauchen wir da nichts wegschmeißen, dann können wir den da so hinstellen. Das ist immer das Schönste. So, jetzt habt ihr uns beim Kühefüttern zugeguckt. Habt das einmal alles beobachtet, wie wir das so machen. Wie läuft das bei euch ab? Mischwagen, gezogenen oder Selbstfahrer? Wie geht ihr die Sache an? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich glaube, die Futterprobe ist auch soweit. Willst du genau. Die mal ablesen? Ich lese die einmal ab. Also, wir hatten ja 302 Gramm. Und 300 dann reingetan. Jetzt haben wir 431 minus 302 geteilt durch 3 sind. Wir müssten 43% haben. Passt das ungefähr mit dem errechneten? Im Programm sind wir bei 42,76%. Na, guck mal. Dann passt das ja. Und dann passt die Mischung soweit. Das ist ja normalerweise mit Wasser vermengt und auch feucht. Von Natur aus das Silo. Und wenn wir das jetzt trocknen, dann wissen wir einfach, wie viel Prozent Trockenmasse da dann wirklich drin ist. Und dann können wir die Futteraufnahmen mit der Tiere einfach genau rechnerisch darstellen. Genau. Und jetzt bringe ich das auf den Futtertisch, weil das können die auch noch aufknuspern. Ja. Wenn ihr mehr von NDR auf dem Land sehen wollt, dann klickt in die ARD Mediathek. Na, bin ich noch interessant genug? Nein. Ha ha ha.